Die nördlichste Universitätsstadt der Welt mit vielen Superlativen. Und so findet sich hier auch das nördlichste Karmelitinnenkloster der Welt. Beten in der Abgeschiedenheit des Nordens. Heute bekommen die Schwestern Besuch von ihrem Bischof Berislav, dem nördlichsten katholischen Bischof der Welt. Und auch er hat enge Verbindungen nach Bayern. Der 50-jährige Kroate wird von seinem Pfarrverband in Oberhaching-Deisenhofen bei München im Frühjahr 2009 hierher berufen. Gemeinsam mit den 14 Schwestern feiert er die Messe. Mein Name ist Berislav Grgic und ich bin der nördlichste Bischof der Welt. Wenn ich hier im Tromsø bin, dann versuche ich, und zelebriere die heilige Messe hier im Kloster. Christus dinnesen som lever og råder med deg den helion senhet, Gud fra evighet til evighet. Er ist einer der jüngsten katholischen Bischöfe und hat einen spannenden Lebensweg. Im Bürgerkrieg wird er aus seiner Heimat vertrieben. Dann betreut er 11 Jahre lang die Kroaten in Norwegen, wird Generalvikar in Oslo. Nach 2 Jahren in der Erzdiözese München und Freising kommt die überraschende Berufung durch Papst Benedikt zum Bischof von Tromsø. Er kennt das Land, spricht die Sprache und hat eine warme Art. Die Schwestern mögen ihren Bischof. Und so bekommt er zum Abschied noch ein Ständchen. Seine Diözese ist riesig. Sie spannt sich über den gesamten Norden Norwegens bis zur russischen Grenze. Und auch Spitzbergen gehört dazu. Die größte Gemeinde ist seine eigene in Tromsø. Die Stadt zählt ca. 60.000 Einwohner und unsere Pfarrei, unsere liebe Frau Pfarrei, zählt ca. 540 Katholiken aus 60 verschiedenen Nationen. Wenn er zu Hause in Tromsø ist, dann sperrt er in den Sommermonaten auch schon mal für die vielen Touristen auf. Ein Bischof in der nördlichsten Diözese der Welt hat wenig von den Annehmlichkeiten eines reichen bayerischen Bischofs. Eine Sekretärin und ein Priester arbeiten mit ihm. Das ist das gesamte Ordinariat. Dicker Dienstwagen mit Chauffeur, Fehlanzeige. Immerhin hat in seiner Dienstwohnung mit Hauskapelle bereits Papst Johannes Paul II. Bei seinem Besuch in Tromsø 1989 geweilt. Im Winter kommen hier harte Zeiten auf Bischof Berislav zu. Es wird sehr wichtig sein, dass man passt, wann der Tag ist, wann die Nacht ist, dass man nicht nur im Hause bleibt, also im Schlafzimmer, sondern dass man jeden Tag rausgeht, also spazieren geht. Und so kann man durch diese Winterzeiten durchkommen. Ruhig wird es dann werden im Pfarrhaus. Der Bischof wird für einige Zeit ins Kloster zu den Schwestern ziehen.